Hallo ihr Lieben, hallo da draußen, hallo Urlauber, hallo Ferienkinder und wie auch immer. Wir haben früh morgens, ich bin noch gar nicht so lange aus dem Bett gehüpft und früh morgens heißt es bei mir gerade Garten wässern. Der braucht auf jeden Fall Wasser, jede Menge soll in die Beete fließen, aber bevor ich dazu komme, dachte ich mir, ich drehe euch noch ein schönes Video, ganz spontan, wieder so ein One-Take-Ding ohne Schnitt. Oh, es wird schon, fängt schon an, warm zu werden. Ich war auch gerade noch neugierig, bevor ich angefangen habe zu drehen, und geguckt, wie viel Grad haben wir denn? Aber da kommen wir gleich zu, das werde ich euch noch zeigen. Ja, hier wo ich sitze, die Stelle kennt ihr ja generell schon. Sieht das nicht schön aus hinter mir? Echt absolut herrlich. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf noch die ein oder andere Ecke freuen, wo auf jeden Fall was los ist. Im Grunde genommen habe ich schon viel gezeigt in der Vergangenheit, aber die Natur lässt ja keine Ruhe, wächst und wächst. Und bei uns ist jetzt auch die harte Temperatur, die Hitze angekommen. Ich bin super dankbar jetzt. Ja, so seit ein, zwei Tagen fühlt sich das tatsächlich mal so auch bei mir nach Urlaubsfeeling an. Da wollte ich ja hin, eine Pause machen, in der ich Dinge tue, die mir gut tun und die mir Spaß machen und nicht alles so ernst mit dem Garten, dass ich jetzt gerade irgendwie hinterherkommen muss. Und ja, deswegen, ihr werdet es an einigen Stellen sehen, dass die Quecke ist ordentlich am Wuchern. Gestern allerdings habe ich schon wieder angefangen, die Quecke kurz zu machen und auch zu sensen und so. Das werden wir auch gleich im Video sehen. Und ich fange mit euch an. Dafür schnappe ich mir jetzt den Teil des Stativs, den ich brauche, um mit euch durch den Garten zu tingeln. Und wo werde ich anfangen? Da werde ich anfangen. Und warum gucke ich da so hoch? Was hat Lars da denn? Das werde ich euch direkt zeigen. Und so fangen wir auch an. Da werde ich jetzt mal aus dem Stativ erstmal diese. Ja, egal, muss ich nicht dokumentieren. Das packe ich ein bisschen zur Seite, falls wir hier nochmal längs kommen. Und ja, das, woran ich gewerkelt habe, was neu in meinem Garten ist, soll mir im Garten bei meinem Gleichgewicht helfen. Gleichgewicht in der Form, dass ja von der. Wow, die ist ja schön. Moment. Oh, ist die schön. Was eine schöne. Oh, ich muss aus dem Licht. So viel schöner. So. Mann, ist das eine schöne. Schöne, schöne Mohnblume samt Insekt. Mindestens genauso schön. Ja. Gut, ich rede und rede und rede. Und worum das eigentlich gehen soll, ist das da oben hinter mir. Wow, jetzt bin ich ein bisschen geblendet, weil das Handy das Licht von hinten reflektiert. Ich hoffe, bei euch geht das drauf. Ich glaube, ich muss sogar so ein bisschen zeigen. Das ist für uns alle ein bisschen einfacher. Aber was ist denn da eigentlich los? Ich habe gerade von Gleichgewicht geredet im Garten und so. Und ja, wir kennen das ja schon mit Mischkulturen, wo die Tiere sich gegenseitig von den Pflanzen fernhalten, wie zum Beispiel bei den Möhren und bei den Zwiebeln. Wunderbares Beispiel. Ich stehe hier gerade. Ne, die haben sich wunderbar unterstützt. Da gibt es die Zwiebelfliege und die, wie heißt die, die andere da? Karottenfliege, Möhrenfliege, wie auch immer. Und ja, wenn man die nebeneinander pflanzt, dann helfen sich gegenseitig und halten da in Anführungsstrichen die Schädlinge fern. So, jetzt habe ich einen Zaungast, der soll natürlich nicht mehr drauf, aber vielleicht sage ich gleich erstmal Hallo. Aber wir wollen zurück hier zu der Geschichte. Da kann ich ja schon ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe das Ding mir in den Garten geholt und es soll noch nicht das letzte bleiben. Eine Greifenstange. Und zwar ist die in etwa etwas über 4 Meter hoch bei mir. Ja? Und die soll dafür sorgen, dass ich ein bisschen Gleichgewicht bei den Wühlmäusen hinkriege. Also ich weiß, ich habe viele, viele, viele Wühlmäuse und diese Greifenstange wird mich dabei unterstützen, Greifvögel anzulocken, dass die hier mal ein bisschen auf Jagd gehen. Und also für mich sind die Wühlmäuse keine Schädlinge. Jetzt haben wir hier noch Orchester am Himmel. Ja, sind keine Schädlinge, sondern sie sind willkommen. Ich teile hier gerne mein ganzes Essen mit den Tieren. Aber so ein gewisses Gleichgewicht ist schon ganz sinnvoll, da kann man was tun. Ist ja nicht so, dass ich dem Greifvogel sage, greif die Maus an, greif die Maus an. Gib ihm da eine Gelegenheit. Bisher habe ich noch keinen gesehen. Sollen auch noch, denke ich mal, 2 Stangen mehr folgen. Also greifen Stangen, Hochstangen oder wie das dann nachher sich schimpft. Jetzt bei den Nachbarn ein bisschen Alarm, beziehungsweise ein bisschen Gespräch. Aber ich meine, ich dürfte am deutlichsten drauf sein im Hintergrund. Das hört ihr vielleicht gar nicht. Mich lenkt es ein bisschen ab. Ja, wo bin ich? Ich habe hier an einer schönen Stelle begonnen. Die Greifenstange. Haben wir ja soweit abgewirtschaftet, denke ich mal. Abgewirtschaftet? Oh Gott, was sage ich denn? Abgefrühstückt, das wollte ich mal lieber sagen.
Und gefrühstückt passt, weil es so früh ist. Aber im Grunde genommen will ich euch noch mal zeigen. Ich habe mit dem lieben Sven, den hatte ich als Unterstützung, die Greifenstange hier schön in den Boden reingehauen. Ne? Also reingehauen nicht im wahrsten Sinne des Wortes, nur sinnbildlich. Und ja, ist ungefähr 70, 80 Zentimeter tief. Und ja, das war eine Stange, die war oben ein bisschen labil, deswegen habe ich das zusammengebunden. Und ganz, ganz oben haben wir dann die Greifenstange, die ich dann waagerecht angebracht habe. Das haben wir dann so auch aus der Ferne und so gecheckt, ob das alles hinhaut. So, wir haben hier so viele schöne, schöne, schöne Stellen. Das ist so unglaublich schön. Ja, da haben wir eigentlich ein Beet, nicht eigentlich, wir haben ein Beet, was mir so unglaublich viel Freude macht. Und das habe ich so oft von außen gezeigt und es hat sich so viel getan im Inneren. Boah, jetzt wird mir langsam richtig warm. Hui. Ich glaube, ich soll mal irgendwie mich ein bisschen entblättern. Es gibt nicht zu viel Haut, keine Sorge. Da wird man hier gleich anders eingestuft. Wir haben hier nette 35 Grad. Das macht sich definitiv bemerkbar. Ich bin ja ein bisschen luftiger darunter angezogen, so sollte ich das nicht ausnutzen. Ihr seid jetzt mal dabei. Das ist gar nicht so einfach mit einer Hand. Oh, da flog ein Faunauge durchs Bild. Faunauge sind bei uns definitiv einige zu sehen in der Gegend. Also dafür, dass. Oh, ich wackel gerade, das weiß ich. Das ist so ist, glaube ich, ein bisschen besser. Das nehmen wir mal hier rüber. Oh, ein bisschen besser, aber es hat schon gezeigt, wie doll ich am Schützen war. So, los geht's. Milpa-Beet, Indianer-Beet, wie auch immer es geschimpft werden möchte. Das befindet sich jetzt vor mir. Und die Kombination aus, ich weiß, windig, windig, ab und zu. Ich habe mein Mikro nicht mit, das bleibt jetzt alles so. Also ihr könnt sehen, erstmal ganz offensichtlich ein paar Sonnenblumen, die hier zwischen sind. Ich hatte ja vorher ein Sonnenblumenbeet und mit riesigen Sonnenblumen, die mir auch schon über den Kopf wachsen. Ne? Und die haben sich einfach noch mal wild ausgesät. Sieht echt toll aus, so als gelbe Tupferl zwischen dem Indianerbeet. Aber es sind nicht die einzigen ungebetenen Gäste. Bevor ich zu denen komme, worum es eigentlich geht, wie der Mais, wie die Bohnen, ja, oder der Kürbis in der Mitte, den ihr jetzt nicht sehen könnt. Es gibt noch mehr Pflanzen, die sich eingeschmuggelt haben. Hier habe ich eine tolle Tomatenpflanze, die da kommen will. Könnt ihr das sehen? Doch, das könnt ihr ganz wunderbar sehen. Und irgendwo hier hinten war noch mal eine kleine da. Ne, die lasse ich natürlich aufwachsen, sollen sie machen. Wobei ich natürlich dann auch hier so Wuchsgrößen mal ein bisschen beobachte, ob die sich wirklich so viel wegnehmen. Wie sieht es denn hier bei der Tomate aus? Nö, ist eigentlich alles gut. Konkurrenzdenken im Beet hält sich in Grenzen. So. So, Grenzen, Grenzen, Grenzen. Wir wollen mal eine Grenze durchbrechen und ich packe euch deswegen jetzt schon ein bisschen tiefer, denn ich tinge hier ein bisschen rum. Es gibt einen einzigen Eingang und zwar hier rein. Geht man dann hier durch und wir gehen jetzt tatsächlich ins Beet rein. Ja, das muss auch mal sein. Au. So, jetzt bin ich drin. Und bevor ich da zu dem Kürbis komme, also so sieht der Hokkaido aus. Da habe ich ja mal ein bisschen. Da sind die Bienen drin. Guckt euch das an. Hoffentlich kriege ich sie scharf. Nee, kriege ich nicht. Macht nichts. Nicht so wichtig. Wir gehen mal weiter hier runter. So, oh, ist das schön. Hier, ihr könnt auch mal sehen, wie ich hier sitze. Oh, jetzt fällt das Handy hier fast von dem Ding. Hoffentlich habe ich jetzt die Aufnahme nicht verändert. Moment, ich muss das kurz mal checken. Ist mir vorhin passiert, hier Zoom und so weiter. Vielleicht war ich da gerade aus Versehen bei. Ja, siehst du? Habe ich mir doch gedacht, falsche Richtung. Da muss ich aufpassen. Denn wenn ich mich die ganze Zeit filme und mir das nicht auffällt, dann ist das natürlich, ja, das könnt ihr euch denken. Habt ihr ja gerade gesehen, nicht ganz so schön. Egal, jetzt ist wieder alles gut. Und ich hocke hier mir in dem Beet und das ist so unglaublich schön. So ein kleiner Garten im Grunde genommen. Ich könnte mir hier einen Stuhl aufstellen. Oh, das wäre doch mal noch mal eine Idee. Nicht eine Runde. Oh, hier vier Bienen sind hier drin. So, aber hier, kommt Leute. Ich habe noch viel, viel mehr. Da seht ihr die Blüten, da kommt gerade eine Hummel raus. Ne? Oh, ich bin hier gegen die Bienen gekommen. Hupsi. Da muss ich ein bisschen aufpassen. Die haben sich gerade gemeldet. So, aber was ist wichtig? Da hinten haben wir Kürbis. Das ist ja der Pattison, wie auch immer ausgesprochen wird. Da könnt ihr durchgucken. Da hängt was Weißes da hinten. Ja, und dann gibt es noch ein, zwei andere Stellen.
So sieht es hier aus. Und jetzt sehe ich mich mal, gar nicht so leicht, ist ja schon voll gewachsen. Und auch hier haben wir einen kleinen Pattison. Da unten seht ihr den, der so aussieht wie ein Kelch. Ja, echt toll. Das werde ich auf jeden Fall wieder machen. Das ist auf jeden Fall eine Beetvariante, die mir richtig gut gefällt. Eine Mischkultur, die ihr euch da draußen sehr, sehr gerne kopieren könnt. Probiert was aus, macht was Neues. Bin ich ja immer für. Aber die Geschichte richtig geil. Vor allen Dingen mit noch Sonnenblumen dazwischen und dann die Tomaten und so weiter. Und ja, bei den Bohnen sieht es nämlich schon ganz toll aus. Und auch beim Mais natürlich. Und das werde ich euch jetzt nochmal im Detail zeigen. Dafür verschwinde ich wieder hinter die Kamera. Und hier könnt ihr das auch sehen. Ne? Also hier, das Rot ist die Bohne, klar, offensichtlich. Aber da geht so ein bisschen der ja, Kletterplatz, Rankplatz aus. Ist auch an der Sonnenblume jetzt hier gewesen. Ja, aber die Frage ist, sind da denn auch irgendwo Bohnen schon dran? Ne? Also vom Timing her würde ich definitiv später, nächstes Jahr später die Bohnen in den Boden packen. Aber hier haben wir tatsächlich jetzt schon, wow, das sind ja Apparate. Toll, da bin ich ja mal gespannt, wie das hier weitergeht. Ja, und dann sieht man halt, dass der Mais sich natürlich überall rausstreckt, damit er bestäubt wird für die schönen Maiskolben. Und ich habe hier grün zwischen, schwarz, rot, gelb, hast du nicht gesehen. Auch den bunten. Und da gibt es ja, ja, ob das so bleibt, ist noch wieder eine andere Frage. Weil man kennt das im Umkreis, wenn ich jetzt hier nur roten hätte und alle im Umkreis, ist es sehr wahrscheinlich, dass die in ihrem Mais dann mal so rote Punkte von mir kriegen, weil jedes einzelne Maiskorn wird ja bestäubt im Grunde genommen. Nicht im Grunde genommen, es ist so, also ne, braucht jeweils eine einzelne Bestäubung. Wenn da mal etwas von mir zwischen ist, dann kann das mal bei anderem Mais sein, dass er Farbe von meinem Mais kriegt. Und da das jetzt bunt ist, würde ich sagen, wird Tusum und Umgebung auch blond. Wird Tusum und Umgebung auch bunt. Mann, was mache ich denn? Ja. Ja, das sind jetzt so Sachen, ne? Habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das würde ich rausschneiden. Was gibt es sonst noch Tolles? Mein Foodchain-Stand, den muss ich immer noch reparieren. Ja. Aber ja, bei Klaus und Dani geklaut. Bei Klaus habe ich das hier gesehen am Foodchain-Stand am Zaun. Und da stand so toll dran. Nimm mit, was du verbrauchst. Und bei mir ist es noch nicht fertig. Hier kommt das noch hin. Lass liegen, was andere freut. Und hier habe ich dieses Jahr schon einiges reingepackt, aber es war jetzt nicht so die große Ernte oder so, dass ich da so viel teilen konnte. Dieses Jahr ist ja auch ein bisschen anders. Bisher war der Sommer nicht so da, das geht jetzt ja gerade erst los. Ah, jetzt nehme ich das Licht weg. Ah, was hängt hier denn? Also von der Tomatenpflanze, jetzt wird der Ton sogar ein bisschen anders. Da unten hängt eine gelbe, die könnte heute noch reif werden. Das sieht ganz gut aus und ja, da oben habe ich sie festgemacht. Und was rankt sich da hoch? Ich habe leider den Namen nicht vergessen. Verhält sich wie eine Ackerwinde, ist aber eine richtige Schönheit. Ja, kletter ich mal gleich wieder über den Zaun und zeige euch das von Namen. Hier. Wow. Die zeigen sich auch nur, wenn sie vor der Sonne geschützt sind. Das heißt, die hier geht jetzt auch gerade zu, so wie die da oben. Spannend. Spannend, oder? Ich finde das so toll. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ihr jetzt noch alles kennt und was nicht. Aber es gibt eine Ecke, die ich jetzt gerade vergessen habe, beziehungsweise wo ich auf jeden Fall hin wollte. Und das werde ich mal als erstes machen, bevor ich zu den anderen Beeten komme. Ach, es ist so schön und herrlich heute Morgen. Es ist so schön. Ach, ich feiere das. Also frühmorgens im Garten ist für mich eine ganz eigene, besondere Zeit. Da haben wir nochmal ein Pfauenauge. Ach, macht sich da breit, wo ich jetzt hin will. Ach, das war doch der Einstieg. Ja, will weiter, hat mitgekriegt, dass ich filme, will nicht rein. Möchte dieses VGO nicht unterschreiben und guck mal, was hier los ist. Ich muss mal husten, tut mir leid. Mann. Ja. Also hier ist richtig Betrieb, richtig, richtig Betrieb. Hier habe ich gestern auch mit einem Freund gestanden, hier der Philipp von nebenan. Und oh, es ist so schön. Ich muss hier auch aufpassen, wo ich lang gehe, weil hier noch eine Goldrute runterhängt. Aber hier hinter mir, oh, das ist so herrlich. Ja, und wir haben heute nochmal das Glück. Zum dritten Mal kriege ich ihn ins Video und seit gestern ist er auch erst offen, vorgestern.
Ich habe hier noch einen ganz besonderen Mond, den ich persönlich sehr, sehr hübsch finde. Also Mond ist generell super, super hübsch. Gibt dann so vielen Varianten. Ich habe jetzt schon so viel Mond abgefilmt in meinem Garten. Und hier vorne befindet sich einer, der ist so, so schön bei meiner kleinen Blumenwiese. In dem Bereich. Nicht da, sondern hier, der Goldmond. Guckt ihn euch an. Ich kriege ihn noch mal offen in die Linse. Wunder, wunderschön. Die Kornblumen sind auch weiter gut besucht. Die möchte ich nicht weiter stören. Ja, die Distel hat ihre Zeit gehabt. Die will sich auch breit machen. Da ist ohne Ende Saatgut drin. Das sind so Sachen, da möchte ich dann doch mal beigehen, weil zu viel Distel im Garten muss nicht sein. Ja, und diese Physalis, die wird für mich auch noch sehr interessant oder ist schon interessant, denn da werde ich überall beigehen, Physalis ernten, wo ich Physalis ernten kann. Und dann werde ich weiter tingeln. Übrigens, Kohlrabi, viele geerntet, ein Häutiger war noch dazwischen, deswegen weiß ich nicht, was mit dem da wird. Der wird so oder so nicht mehr groß, den werde ich bald mal ernten. Aber ein super leckerer, habe ich Kürbis gesagt, Kohlrabi. Ich verwechsel das immer. Ich und Namen, das ist echt wie Schall und Rauch. Ja, ansonsten sieht das hier super aus, auch mit der Schafswolle, alles gut. Ne? So, und hier habe ich ja den Kartoffelacker voller Beikraut und ein paar Blümchen und ein bisschen Kartoffeln geerntet sind schon. Man kann es ja direkt auch sehen, so wo die Löcher sind. Und ja, das ist so eine Geschichte, hier steht auf dem Zettel, ist irgendwann dran. Hier einmal alles raus, Schirm machen, Kartoffeln rausholen und dann wird hier Gründüngung gemacht mit Phacelia, alles voll Phacelia. Ich habe sowas ja noch nicht gemacht und das will ich mal ganz konkret, Gründüngung für dieses Beet. Ja, freue ich mich, das wird toll. So, hier in der Ecke und da ist noch ein Faunauge und was für ein schöner oder ein schönes, was sagt man denn jetzt? Wunderschön, wow, bist du schön, herrlich. So schön. Und Bienchen und ja, das, wo ich hier bin, ist mein kleines Minzefeld und das ist einfach auch so gut besucht. Minze möchte ich nicht mehr missen im Garten. Ist invasiv eine Pflanze. Wenn ihr ein Fleckchen habt, wo ihr sagt, da kann was hin, dann packt da was hin. Jetzt habe ich, glaube ich, doch das Faunauge verscheucht. Muss aber nichts mit mir zu tun haben. So, hier geht's weiter. Hier könnt ihr sehen, Kapuzinerkresse, Möhren, die sind alle super lecker. Ernte ich immer nach und nach. Meine Gäste kriegen da auch was von ab. Ja, und hier habe ich ja wild vorsehen wollen und das habe ich, glaube ich, ein bisschen verhauen, weil nicht alles gekommen ist. Also hier vorne in dem Bereich sollte eigentlich auch was wachsen, so schön in Reihen wie hier. Könnt ihr das überhaupt sehen? Also so sind Reihen. Und ihr auch mal sehen, was da drin ist. Da unten lila. Die sind alle viel zu eng. Das waren so Jungpflanzen, die ich vorziehen wollte. Hier haben wir Salat. Klappt auch wunderbar. Und dann haben wir hier noch. Da könnt ihr das sehen. Haben auf jeden Fall noch. Na, ist das ein Quarzstein? Nee, das sah nur so aus. Ja, egal. Also hier haben wir ohne Ende Radieschen noch zwischen. Wunderbar. Und hier waren auch noch, ja, da sind sie, die Eiszapfenradieschen. Da auch am Ernten. So viele sind da nicht mehr über. Den kann ich auch gleich mal rausziehen, sonst habe ich gar nichts mehr von dem. Da, so sieht das dann aus. Können größer, können kleiner, werden ganz unterschiedlich. Lege ich mal hier hin. So, und da wir hier gerade weitergehen, das ist ein wunderbares Beispiel. Gurkensaison geht dem Ende zu. Ja, ich muss aber sagen, nicht überall. Hier sieht noch was gut aus. Aber hier könnt ihr sehen, knusprig, knusprig, die weiße Mini-Gurke. Ja, also richtig viel geerntet. Baue ich auf jeden Fall wieder an, kann ich euch da draußen empfehlen. Ist auch schmackhaft. Hier haben wir bestimmt eine irgendwo. Da. Och, und die Blüten. Guck mal, wie schön das aussieht. Also, da rechne ich noch mit der einen oder anderen Gurke. Da vorne ist vielleicht noch eine zwischen. Da haben wir eine, sehe ich. Da nehme ich auch gleich mal mit. Ich habe so ein bisschen verpasst, einige Gurken zu machen und hoffe jetzt nochmal, dass ich einen Schwung kriege. Und dann will ich mal das erste Mal einige Gurken machen. Habe ich ja noch nicht gemacht. So, weiß ist sie am schönsten, wenn sie gelb ist, ist sie drüber, aber sie hat tatsächlich zwei qualitative Phasen, in denen man sie essen kann. Also wenn sie ganz gelb ist, ist die Schale richtig hart, aber dann kommt sie einer normalen Gurke dann von dieser Wässrigkeit und so dann eher entgegen. Das ist eher so Gewürzgurken-Style und wenn sie gelb ist und man das jetzt schälen würde oder so, dann hat man noch eine richtig tolle Salatgurke, eine richtig, richtig tolle. Ja, Tomate, Tomate, Tomate.
war jede Menge Braunfäule dran. Ja, lag ja eine Zeit unten im Boden und das tat der Pflanze definitiv nicht gut. Deswegen, da werde ich so nächstes Jahr die Dinge anders machen. So, und hier haben wir tatsächlich mal ein Kraut, was ich, wer mag da draußen, darf es gerne Unkraut nennen. Und zwar ist das das Franzosenkraut. Ich habe mir jetzt endlich merken können, wie das heißt. Und das ist definitiv schlecht, was ich hier vorhabe. Denn das wird sich richtig verteilen und kommen dementsprechend neue Pflanzen. Super Beispiel könnt ihr hier sehen. Beim Spinat, alles voll. Und ja, das sind sozusagen wieder ein neues Thema. Franzosenkraut vermehrt sich auch richtig doll und das muss man natürlich, oder muss man gar nichts, ne? Müssen tun wir gar nichts. Aber es wäre natürlich schon ratsam, wenn man das möglichst früh rauszieht, damit nicht zu viele Pflanzen nachkommen. Beim Salat ist es gewünscht, bei anderen Pflanzen auch, aber beim Franzosenkraut, das muss nicht unbedingt sein, ne? So, ich habe euch schon ganz oft meine Zwiebeln gezeigt die letzte Zeit, aber es ist auch jedes Mal ein Schritt mehr und die Dinger haben Feuer gekriegt, ja. Dennoch sind meine Tomaten, wollte ich schon sagen, weil ich gerade eine Tomate noch dazwischen entdeckt habe. Oder ist es eine Kartoffel? Nee, das ist eindeutig eine Tomate. Oh, hier sogar, krass. Mitten dazwischen. Na, habe ich noch nicht mal entdeckt. Oh, wie das riecht so schön. Ja, aber hier diese meine Riesenzwiebeln. Oh, ich muss euch da wieder näher ranbringen. Da ist er. Toll, oder? Ach, das könnt ihr offen. Ich habe das im Video gesehen. Das kommt gar nicht so groß rüber. Das Ding hat echt Durchmesser, ne? Also 10 cm sind das bestimmt. Ja, Erdbeeren, Erdbeeren, Erdbeeren haben ja ihre Zeit gehabt. Das war ja Wühlmaus-Party-Terrain. Da haben wir hier mal ganz wild Rucola dazwischen. Ja, der will sich selbst aussehen. Die Dinger kann man auch in Salat tun, die da drin sind. Ist aber ein bisschen flauschig, so ähnlich wie bei der dicken Bohnen und dementsprechend mühsam, das da rauszukriegen. Aber man kann mal ein bisschen drauf rumsnacken. Wenn man die aufmacht, kann man auch die kleinen Dinger einfach mal so snacken. Haben mir auch schon Power gegeben, wo ich nichts zu essen mit hatte. Oh, sofern ich was brauchte. So, und hier haben wir die Beeten, die nach und nach, ja, werden die geerntet. Und ja, ihr könnt das sehen. Beete, 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 geht weg, verschenke ich so gut das geht. Ich habe nämlich so allergische Reaktionen gekriegt. Meine Ernährung ist dieses Jahr nicht so ganz die beste und hat auf jeden Fall so seine Auswirkungen. Würde aber schon alles besser da draußen. Ja. So, und hier haben wir noch richtig toll Oregano und Oregano fängt irgendwann an zu blühen und dann kommen die Bienchen. So richtig, richtig schön. Und ja, das ist ja hier eine Sonnenfalle. Hier ist das eine Sonnenfalle. Ich stiefe hier gerade auf die Abgrenzung. Hier haben wir einen Knoblauchschnittlauch. Da haben wir noch Basilikum. Hier irgendwo drunter. Wo ist sie denn? Ja, die braucht auch mal wieder Freiraum. Da haben wir die Chili. Hier vorne haben wir noch eine Jalapeno. Ja, so sieht's aus. So, und hier kommen wir zu dem, was mir, ich sag mal, ganz viel Erfahrung mitgibt. Denn meine tollen Tomaten, die ich hier hatte. Tomatenpflanzen, die Zuckerbusch. Innerhalb von 2 Tagen ging das los. Sahen die echt abrupt anders aus. Ich habe nichts anderes gemacht hier. Aber das Problem ist, so meine Theorie, dass die Pflanzen einfach zusammen mit dem Salat, dass es einfach zu feucht wurde. Und somit sind die ganzen Zuckerbusch-Tomaten hin. Ich kann euch das im Detail nochmal zeigen. Meine Zuckerbusch-Ernte ist weg. Gut, hier hängen noch mal welche. Kann man noch mal Hoffnung haben, aber da muss ich echt mal rigoros beigehen und das hier komplett frei machen. Oh, wunderbar. Der Salat kommt. Das ist das, was ich wollte. Hier haben wir Salatsaatgut. Sehr schön. Das war so der Zeitpunkt. Ah, dann kann das echt zeitnah losgehen. Darauf habe ich gewartet. Ich wollte einfach, dass sich Salat noch aussieht. Und das wäre für mich der Punkt, wo ich dann halt die Pflanzen rausziehe. Tja, zu spät, was die Tomaten sagen. Jo. Die rote Gartenmelde sieht auch super aus. Die darf sich gerne verteilen. Die lasse ich in Ruhe. Schmeckt übrigens echt super. Habe ich jetzt auch noch mal probiert. Sehr lecker. Denn hier der Borage. Definitiv Bienenmagnet. Hier war ich gerade von der anderen Seite dran. Hier haben wir den Palmkohl. Der kriegt definitiv Schub. Hier haben wir noch ein Pfauenauge. Guckt mal eine an. Ach, was ein schönes Tier. Und die Pflanzen erst. Betrieb, Betrieb, Betrieb. Also ich kann sagen, Insektensommer ist ja so letztes Mal in Anführungsstrichen gestartet. Das ist, warum habe ich das so genannt? Insektensommer, soweit ich das bisher mitgekriegt habe. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert. Ich selber bin über einen Beitrag auf Instagram gestolpert vom Naturschutzbund. Und da beginnt so dieses Insektenzählen. Und für die heißt es der Start des Insektensommers. Ich weiß nicht, ob das irgendwo festgehalten ist, ob das generell global so ist, obwohl global haut ja nicht ganz hin. Wir sind hier in Deutschland. Klimatische Verhältnisse sind ja überall anders.
Aber ja, das war so der Grund, warum ich zu dem Video letztes Mal kam. Und ja, ich kann das bestätigen, nach wie vor definitiv richtig was los. Es ist deutlich mehr los und ja, ist wirklich jetzt so. Letztes Video und dieses Video deutlich mehr Insekten. Und hier fliegen Pfauenaugen durch die Gegend. Ja, was kann ich euch noch zeigen? Hier hinter mir die Bananenpflanze. Guckt euch die an. Ist das nicht ein schönes Teil? Ich zeige sie euch jedes Mal. Hier fliegen gerade Samen durch die Gegend. Oh, mit Sicherheit hier meine. Jetzt komme ich nicht drauf auf den Namen. Wie heißt der denn hier? Nicht Brennnessel. Der hier, der verteilt sich richtig. Ich komme gerade nicht drauf. Ich stehe voll auf dem Schlauch. So sah es vorher aus. Das ist auch was, das muss ich nicht unbedingt so viel vermehren, wie das, was ich jetzt gerade zulasse. Das kann ich mal irgendwie absammeln, wegbringen an eine andere Stelle. Distel, jetzt habe ich es. Ja, irgendwann geht es dann los, wenn man loslässt. Ja, so schön. Guck, Schweiß läuft mir, dann trotzdem, lässt sich nicht verhindern. Och, noch ein Pfauenauge. Ne? Also bei mir ist auf jeden Fall Pfauenaugen-Time, da sehe ich zwei Stück. Und ich habe noch nicht mal so einen Sommerflieder, den ich eigentlich gern hätte, aber der nimmt auch echt viel Platz weg, habe ich bei anderen auf jeden Fall gesehen. Ja. Zwiebeln hier auch nach wie vor richtig schön besucht. Ich mag diese kleinen Erdkugeln, habe ich ja in meinem letzten Video schon gesagt. Das ist ja einfach mal was anderes. Ne? Also die Bienchen da immer zu beobachten, das ist immer so eine kleine eigene Welt für mich. Oh, krass. Okay. Ich glaube, die haben auf mich reagiert. Ich wollte noch nur eine Fliege bei mir verscheuchen. Ja, die dritte Artischocke kommt auch. Guckt euch das an. Drei Stück waren am Blühen. Wenn das mal nicht mal Riesengeschenke waren hier. Definitiv. Macht richtig Laune. Hier haben wir auch gerade einen Besucher. Richtig toll. So, nee, nee. Ah, jetzt sitzt auf dem Handy. Sehr geil. So, und ich habe schon von Tomaten erzählt, die ich naschen konnte. Und an der Zahl waren es insgesamt jetzt vier Stück, vier Tomaten. Ich freue mich derbe. Eine Riesenfreude. Also die Tomaten schmecken schon mal dieses Jahr. Und es werden noch genug rumkommen. Das hat mir auch so ein bisschen die Zuckerbusch vergessen lassen. Nein, so schlimm war es da bei mir nicht. Im ersten Moment schon so. Oh, das bleibt doch nicht aus, ne? Aber ein bisschen Leid muss dann kurz sein und dann war ich da auch schon wieder raus. Das gehört dazu. Und ja. Ich will jetzt nicht verstecken, was bei mir gut läuft, nicht gut läuft. Für mich ist es immer wichtig, die direkte Erfahrung zu machen, nicht immer alles als gegeben hinnehmen, was irgendwo geschrieben steht. Erstmal haben wir klimatische Veränderungen auf unserer Welt. Jedes Jahr ist anders als das Vorjahr und das Jahr davor. Es ist immer alles irgendwie ein bisschen anders. Klar, Grundgesetze und wir haben unglaublich viel gelernt in der Vergangenheit von Vorreitern, die sich natürlich mit diesen Themen befasst haben, natürlich Sachen rausgefunden haben. Aber es ist wirklich so universal, wie es immer dargestellt wird. Ich denke, ich habe hier schon zu Genüge bewiesen, dass mein Mut, Dinge dann doch zu machen, obwohl gesagt wurde, es wird nichts, ja, dass die dann zum Erfolg geführt haben. War das jetzt der richtige Satz? Boah, jetzt weiß ich das gerade nicht. Ne? Also hier ist auch so ein Fall, hier wollte ich was wild aussehen lassen, ne, mit dem Spinat und so. Das hat mir gelehrt, dass super viel von dem Franzosenkraut dazwischen ist. Also das hier sieht alles nicht so toll aus. Aber wir kommen jetzt so, ne, ich habe ja gesagt, Saatgut ernten, Schrägstrich selbst aussehen lassen für die Sachen. So, ich habe gerade davon geredet, dass ich, hallo Herbert, dass ich hier, ja. Könnt ihr euch erinnern? Habe ich doch letztens erst ausgebracht. Das ist so riesig geworden. Und warum ist das so riesig geworden? Trotz der späten. Ist wichtig? Ich drehe gerade einen One-Take-Wonder ohne Schnitt. Tust du die hinter die Laube, Ja. damit die im Schatten sind? Die mögen nicht so gerne immer in der Sonne Ach so, die Weichmacher und so. Ja, wegen Okay, Weichmacher. okay. Sonst brechen sie. Ja. Dann mach weiter. Jo. Das war der liebe Herbert. Ich darf ihn ja filmen. Da fährt er davon. Da seht ihr auch die schönen Sonnenblumen von Momo im Hintergrund. Er hat gerade hier von meinen Anzuchtschalen oder von den Anzuchtschalen geredet. Und die soll er zurückhaben, die hat er mir geliehen. Und darauf hat er mich gerade angesprochen, dass sie nicht so lange in der Sonne sind. Da sind ja Weichmacher drin und das ist dann ja auch nicht so gut. Da hat er schon recht. Ich bin da noch nicht so hinterhergekommen, war noch nicht dran. Er hat schon einen guten Schwung zurückgekriegt. Er glaubt aber auch, dass man das nur einmal im Jahr braucht.
für mich, für den Aufbau hatte ich das eigentlich vor, die auch nochmal zu nutzen. Deswegen ist so ein Hin und Her gewesen, ob ich die jetzt ihm wirklich bringe. Aber ich werde sie ihm bringen, weil ich im Moment andere Sachen vorhabe, als irgend noch eine Anzucht zu starten. So, ich habe hier von den Erbsen geredet, bevor er mich rausgebracht hat. Also ihr könnt wunderbar sehen, die Erbsen kommen, auch wenn man sie spät aussieht. Das ist noch nicht lange her, dass ich die ins Beet getan habe. Und weil das so wunderbar funktionierte, ist auf jeden Fall der Plan, dass an der Stelle, wo die Kichererbsen waren, auf jeden Fall auch nochmal Erbsen ausgesät werden, die sowieso als Jungpflanzen wunderbar verschnagoliert werden können. Die könnt ihr essen als Jungpflanzen, wer das andere Video nicht mitgekriegt hat. Ja, und hier beim Rosenkohl kommen nach wie vor Röschen überall zu sehen. Da geht so los, Blätter, wie auch immer. Da waren das Blätter, aber drüben habe ich meine ich Röschen gesehen. Ja, hier kann man das wunderbar sehen, da unten drin. Ja, ja, hier sind Möhrchen noch, Mangold. So, und ich glaube, das habe ich euch schon gezeigt, ne? Ich bin mir nicht so sicher, habe auch für Instagram schon ein Video gedreht. Nicht, dass ich hier gerade durcheinander komme und ihr das verpasst. Gemulcht, alles mit Schafswolle. Hallo. Da bin ich schnell mal abgelenkt durch Zaungäste. Ich warte einen Moment. Wollen ja nicht drauf. So, das habe ich euch gezeigt, gemulcht, die Tomaten auch, davon habe ich auch schon genascht, das waren ein paar. Oh, ich verdrehe gerade hier irgendwie die Kamera. So, von hier kann ich das gerade wunderbar zeigen. Ihr könnt sehen, wo das Video begonnen hat, für alle, die sich noch nicht so ganz orientieren können. Das Indianerbeet, dahinter habe ich Blühwiese, dahinter aber auch Tomaten, genau, die kann ich euch nochmal zeigen. Aber so mal ein Rundblick. Also den Anbau hier finde ich super, den Anbau da finde ich auch super. Für die Bienchen und so weiter, für die Insekten da was zu haben. Definitiv falscher Ort für mich, das gefiel mir nicht gut. Also das möchte ich auch als Ertragszone haben. Die Teile sind für mich Hotspot-Zonen. Ne, genauso wie, hier stolper ich jetzt gerade fast über den Schlauch. So, und ich möchte nächstes Jahr auf jeden Fall hier komplett haben, auch weil mir die Pflanzen hier anzeigen. Das sind die anderen sogar Busch. Guck mal, wie mickrig die sind. Aber dafür ist dann eine Tomate dran, die ich wohl vielleicht heute schon ernten kann. Ja, die kann ich mitnehmen. Da ist sie noch ein bisschen, darf sie durchziehen. Das geht ja aber relativ schnell. Schön sieht sie nicht aus, aber ich weiß, die Dinger schmecken. Wow, mein erster Zuckerbusch heute. Die zieht heute noch durch. Ja, so sieht es hier aus. Übrigens, das Bäumchen hier kommt weiter. Mir hat man gesagt, dass das auch eine Pflaume sein soll. Deswegen mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, das wird auf jeden Fall Blühstreifen komplett werden. Dann habe ich die Fläche auch noch dazu. Übrigens, mittlerweile kann man ganz gut die Petersilie sehen. Ja, die Zwiebeln sind nicht so ganz was geworden. Das sieht sogar nur noch die Hälfte. Hier bei den, links bei beim, Mann, Sellerie. Hier habe ich ja zur Blüte schießen lassen. Aber hier kommt dann doch noch mal frisch was. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Glaube ich, durchs Abschneiden, Abreißen, wie auch immer das da an dem Tag passiert ist, kam dann doch noch was nach. Ja, so schön sieht das hier gerade aus. Guckt euch das an. Was für ein schöner Garten. Wie lange haben wir denn jetzt auf der Linse? 34 Minuten. Okay. Jetzt kommt auch noch ein Zug. Wir stiefeln mal weiter. Hier zeige ich euch nochmal die Tomaten, die gerade echt gut aussehen. Ich meine, das war die frühe Martina, die richtig, richtig groß werden kann. Da haben wir noch einen Geiztrieb. Ja. Und, guckt mal. Wow. Wow. Ich entdecke das gerade mit euch. Wie unaufmerksam von mir. Gestern habe ich da mal rüber geguckt, aber habe es nicht entdeckt. Ihr könnt euch jetzt mit mir freuen. Guckt mal, was ich hier habe. Also erstmal hier, ne? Spitzkohl wird dichter. Da kommt hier auch. Habe ich Spitzkohl gesagt? Der Zuckerhut. Aber guck mal, was hier dran hängt. Ein bisschen über Kopf. Da hängt die lila Paprika. Wow, richtig cool. Sieht toll aus. Oh, hier ist eine nicht so schön. Ach, da liegen nur Sachen drauf. Aber hier, wir haben jetzt auch die Chilis. Ich freue mich, mehr brauche ich nicht. Hier wieder Krankheiten dran. Die werde ich noch abknapsen. Da sind noch genug Blätter dran. Ja, so sieht das hier aus. Tomate muss ich mal weglegen zu den anderen Sachen. Boah, ich bin echt am Ölen. Das ist so warm bei mir. Ja, also später am Tag wäre das gar nichts geworden. Ich werde dann steht da auch 40 bis 45 Grad auf dem Tacho da vorne. Ja. Ja, so sieht es hier aus. Schön, ne? Ja. Gut, wo können wir denn weitermachen? Ich war einen Tag zu spät dran und ihr könnt sehen, die Ananas Minze ist hin. Soweit äußerlich, aber ich hatte schon viel schlimme Exemplare, die, wenn man sie dann im Boden packt, dann kommen die nochmal nach.
Ja, Distel und so werde ich auch langsam rausziehen. Das ist jetzt wohl die Zeit, die sollen sich nicht zu sehr vermehren, sonst habe ich überall Disteln drin, so wie an dieser Stelle. Da könnt ihr das sehen, Distel, Distel, Distel. Also ist für mich kein Drama, ne? Ich gehe mit offenen Augen hier durch. Mal mehr, mal weniger, wie man gerade bei Paprika und Chili gesehen hat, aber ja, das geht schon so alles seinen Weg, wie ich das möchte. Ich möchte Erfahrungen sammeln, das wisst ihr da draußen. Das empfehle ich euch auch. Sammelt direkte Erfahrungen. Das ist einfach so bereichernd fürs Leben, die Dinge so anzugehen. So, und hier bei der Zucchini kommt nichts Neues. Eine habe ich allerdings geerntet, die so langsam vor sich hingewachsen ist und so lecker hat die tatsächlich nicht geschmeckt. Die kann ich nicht empfehlen. Ja. Das hier ist noch ein Minzengewächs, hat man mir jetzt gestern gesagt. Ich glaube da aber noch nicht dran. Ich glaube immer noch, dass das eine Kreuzung sein könnte, die vielleicht giftig ist. Wenn ihr da Ahnung habt, womit sich Minze kreuzen kann, sagt mir das mal bitte. Vielleicht mit Salbei, ich habe keine Ahnung. Salbei hatte ich nun nicht. Ne? Hier haben wir noch eine rote Tomate. Hier sieht das auch soweit gesund aus. Größtenteils paar faulige Blätter da vorne. Die Pflanzen hier sind auch nicht so berühmt. Ja. Ja. Ja, und hier soll ich immer noch ernten, beziehungsweise habe ich auch schon ein bisschen was geerntet. Kresse Samen und hier haben wir noch die. Oh, so toll. So schön. Und hier überall, wie viel Kresse Saatgut dazwischen ist. Das muss ich nicht mehr neu kaufen. Eigentlich hatte ich noch ein Tütchen liegen. Das kann ich mir jetzt ab sofort sparen. Ja. So, hier war ich ja überall. Und ich denke, hier kann man schon fast sagen, das reicht für heute. Aber nein, das reicht nicht für heute. Es gibt definitiv noch mehr zu zeigen. Hier vorne mein Beet am Platz vom Apfelbaum, der hinter mir zu sehen ist. Hier könnt ihr noch mal gucken. Inkarnatklee so am Rande, das ging auf. Wunderbar. Habt ihr auch schon im anderen Video gesehen. Das ist jetzt nichts Neues. Da haben wir den Koriander. Guckt an, es ist besucht, wenn man das blühen lässt. Wundervoll. Ja, hier Ananassalbei richtig groß. Also das ist nach wie vor, oh, und das riecht so schön. Ja, gestern mal geguckt nach einer Physalis. Die sind noch lange nicht so weit, aber es hängen ordentlich viele dran. Also da ist richtig was los. Hier hinten versteckt die Zitronenverbene. Na, hier haben wir jetzt gerade Vogelbesuch. Meckerst du mit mir? Ja, naja. Da haben wir Rucola, Knoblauchgras, alles was so blüht. Denn dies hier wird irgendwas noch, vielleicht sogar eine Nachtkerze, ich weiß es nicht, weil wenn ihr hier mal guckt, das ist ja auch so nachtkerzenverdächtig, wird die Zeit zeigen. Rosmarin, alles steht gut da. Ich habe gesagt, die Artischocke kommt nochmal. Oh, die wird aber wieder abgefressen, sehe ich. Ich glaube, ich muss mal das lange Gras und so, da soll ich hier mal bei. Ja. So, so langsam verliere ich Kilos. Und. Oh, schöner Fleck. Ich liebe diese Ecke, wenn ich hier rumkomme. Ich kann euch das mal demonstrieren, wie das aussieht. Meine Augenhöhe. Dann laufe ich hier so lang und auf einmal. Bing. Oh, schön. Das ist ein schöner Fleck. Hier sind zwei verschiedene Minzearten. Kann man wunderbar erkennen, dass die Blüte total unterschiedlich ist. Oh, hier eine wunderschöne Wildbiene. Kann ich da? Es kommt ein Zoch. Schön, ne? Wenn das mal nicht eine schöne Farbgebung ist. Wunder, wunderschön. Wow. Faunauge ist fleißig. Also gut besucht. Lass Minze stehen, ne? Und hier haben wir ja auch nochmal die Geschichte mit der Physalis. Da ist auch noch eine zwischen. Hängt auch jede Menge dran. Muss ich jetzt nicht näher rangehen. Ja, und der Fenchel hat so langsam seine Zeit gehabt. Jedenfalls größtenteils. Man kann sofort erkennen, wo noch Polle dran ist und wo nicht. Ja. Und da oben ist natürlich auch noch was los. Ansonsten die Stelle hier, damit ich euch das auch mal gezeigt habe. Hier habe ich ja noch Kohl drin. Keine Ahnung, was daraus wird. Irgendwo war eigentlich noch ein zweites Pflänzchen. Aber hier, wenn ihr mal guckt, das sieht so durchgewühlt aus. Ich glaube, da hat sich jemand dran vergangen. Ja, das war nicht ich. Wühlmaus Party, wie auch immer. So, und hier haben wir noch eine Tomate zwischen. Die Sunviva, die letztes Jahr bis in den November reinging, zusammen mit der Kapuzinerkresse, eine wunderbare Kombination hier im Beet gewesen. Also das richtig, richtig toll.
Ja, und meine Äpfel. Also da, das ist. Ui, da war dann nochmal so ein Faunauge. Kriegt doch keine Seltenheit. Ich dachte, die sind selten zu finden. Also hier in der Gegend und so sind auf jeden Fall viele. Ich glaube, bei euch da draußen auch. Ich habe ein paar Bilder auf Instagram gesehen, die. Oha. Ich habe gerade eine Pflanze entdeckt, die unbedingt weg muss. Stechapfel. Riesig hier im Nachbargrundstück. Naja, weg muss. Ich habe schon wieder Muss gesagt. Ich will gar nicht. Muss gibt es nicht in meinem Wortschatz. In der Regel. So. Da könnt ihr sehen, da haben wir noch die roten Zwiebeln. Die sehen toll aus. Die werden aber auch immer größer. Das heißt, eine der zwei roten Zwiebelsorten hat viel mehr gegeben, als sie konnte. Ich habe aber große Unterschiede beim Wachstum, wobei ich auch sagen muss, dass wir hier so ein bisschen invasiv mit der Ackerwinde, ne? Aber so ein paar. Also ich habe hier auch schon geerntet, wir haben hier auch schon was rausgeholt zum Essen machen. Richtig toll. Ja, Außenküche noch nicht weitergemacht. Ja, und das war's. Hier vorne sehr invasiv. Das ist auf jeden Fall ein Gebiet, was ich mir vorgenommen habe, weil die Tomaten hier gerade keine. Die sind ja noch kaum zu sehen. Hier unten liegt was. Da. Hier habe ich aber schon eine rote geerntet. Das war ziemlich lecker. Ja. Aber im Großen und Ganzen rumprobieren sind so viele Tomaten, die dann nachher rumkommen. Wenn die jetzt auf Schlag reif werden, die muss man auch erstmal verwerten, ne? Ich suche ja immer noch so meine Lieblingssorten. Es gibt viele Sorten, die mir schon geschmeckt haben, definitiv. Aber so eine Auswahl, auf die ich dann immer zurückgreife, weil ich sage so, ey, reicht mir, ne? Aber ich glaube, Tomaten, so schnell wird diese, ja, dieser Nagel im Kopf nicht verschwinden, was Tomaten angeht. So. Jetzt haben wir es geschafft. Den Rest lasse ich jetzt weg. Das ist zu viel. Ich weiß, wir sind schon über 40 Minuten, sagt mir so mein Gefühl. Vorhin waren es 36, ja, definitiv. Und ja, ich hoffe, euch hat dieser Gartenrundgang Spaß gemacht. Eine spontane Runde, eine große Runde. Und genießt weiter freie Tage, Urlaub, Ferien, was auch immer. Oder wenn es mit der Arbeit wieder voll losgeht oder ihr immer noch voll drin seid, dann wünsche ich auf jeden Fall viel mehr Quality Time, Zeit für euch, gute Dinge, Wetter genießen, Natur, raus mit euch, lasst es euch gut gehen. Und ja, an dieser Stelle sage ich dann auch noch vielen Dank fürs Zusehen und für alle, die noch kein Abo dagelassen haben, lasst auch ein Abo da. Das ist eine tolle Sache. Wir wachsen hier alle zusammen. Ihr könnt mit dran teilhaben, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Und ja, bin gespannt, was die Zukunft so bringt. Hier passiert einiges auch zur Zeit, vor allen Dingen zur Zeit. Weichen werden gestellt, neue Dinge überlegt und ja und so weiter. Es wird spannend bleiben. Mittlerweile sind es ja auch über 150 Videos, ne? Über 160, glaube ich, schon, die ich online gebracht habe in den 2,5 Jahren. Und vor den 2,5 Jahren mit Garten nie irgendwie was am Hut gehabt. Ist das nicht toll? Ich denke, das spricht dafür, dass das jeder kann. Und in diesem Sinne sage ich, ich bin raus, euch ein schönes Wochenende und weg. Bis dann. Tschüss, tschüss.